Die nächsten drei Präsentationen werden sich allesamt beschäftigen mit OSM-Qualitätsanalyse und Sicherung. Und hier werden wir im ersten Vortrag Christian Köhler hören von der DISI GmbH in Karlsruhe mit einem wichtigen Thema zur Qualitätssicherung in OpenStreetMap mit Bezug auf Barrierefreiheit im öffentlichen Straßenverkehr und im öffentlichen Nahverkehr. Bitte, Christian. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Mein Name ist Christian Köhler. Ich habe Geografie studiert und arbeite seit mittlerweile 3,5 Jahren bei der DISI Informationssysteme im Bereich Geodaten und Geoanalytics. Kurz zu DISI. Wir kommen aus Karlsruhe und sind führender Anbieter von Lösungen zur Datenanalyse und zum Berichtswesen für Bundes- und Landesbehörden im deutschsprachigen Raum. Auf der rechten Seite sehen Sie unsere Software DISI Cadenza. Cadenza ist eine Reporting- und Analytics-Software, in der unsere Anwender ihre Daten sowohl flexibel in Tabellen als auch in Diagrammen auswerten können. Wie Sie beim Bild auch sehen, ist auch der Raumbezug von Daten ein Kernbestandteil unserer Software. Wir helfen unseren Kunden dabei, ihre Daten zu geokodieren und sie dann auch räumlich zu visualisieren und zu analysieren. Heute möchte ich mit Ihnen über ein Forschungsprojekt sprechen, an dem wir beteiligt sind. Es geht, wie der Titel schon verrät, um die Qualitätssicherung von OSM-Daten und hier ganz speziell um OSM-Daten im Kontext Barrierefreiheit im öffentlichen Personenverkehr. Ja, Barrierefreiheit ist ein großes Thema und auch wichtig und erstreckt sich, wie man hier schön sieht, über alle möglichen Bereiche. Ein wichtiger Bereich dabei ist die Mobilität und womit wir uns im Rahmen dieses Forschungsprojekts beschäftigen, ist das Thema Barrierefreiheit im öffentlichen Personenverkehr. Und hier hat sich der Gesetzgeber im Jahr 2013 mit der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes ein großes Ziel gesetzt, nämlich die Erreichung der vollständigen Barrierefreiheit im öffentlichen Personenverkehr. Nun, was ist die Grundvoraussetzung, um dieses Ziel zu erreichen? Nun, zunächst benötigt man Informationen über den aktuellen Zustand der bestehenden Haltestellen. Der Delphi-Verein, das ist ein Kooperationsnetzwerk aller Bundesländer und weiterer Partner, der sich mit dem Thema länderübergreifende Fahrplanauskunft im öffentlichen Personenverkehr beschäftigt, hat hierzu einen Katalog mit insgesamt 48 zu erfassenden Attributen je Haltesteig erstellt, die man als Information zur Barrierefreiheit benötigt. Jetzt haben wir hier letztendlich ein Problem. Diese Informationen fehlen größtenteils und Kommunen und Verkehrsverbünde können eine Erfassung in dieser Größenordnung nicht bewältigen. Und hier kommt jetzt unser Forschungsprojekt OpenNext ins Spiel, in dem wir in OpenStreetMap Daten erheben wollen. Um dies zu erreichen, haben wir eine frei verfügbare Erfassungs-App, mit der sich Bürgerinnen und Bürger auf freiwilliger Basis an der Erfassung von Barrieredaten beteiligen können. Diese Daten werden dann nach OpenStreetMap übertragen. Weiterhin nutzen wir in diesem Projekt aber auch den bereits umfassenden Datenbestand von OSM. Ja, OpenNext ist ein vom MFAND gefördertes Projekt. Der MFAND gehört zum Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Und an OpenNext ist ein interdisziplinäres Team aus verschiedensten Bereichen der Forschung, des Personenverkehrs, der räumlichen Analyse sowie der Ingenieurswissenschaften beteiligt. Hier möchte ich Ihnen einfach nur mal einen kurzen Eindruck geben von unserer Erfassungs-App, die im Rahmen von OpenNext erstellt wird. Wenn Sie nähere Informationen hierzu möchten, empfehle ich Ihnen den Vortrag von René Apic von der TU Chemnitz, die auch diese Erfassungs-App erstellen. OpenNext per Crowdsourcing zu Barrieredaten im ÖPNV, auch im Rahmen dieser FOSGIS. Wir möchten uns aber heute mit Qualitätssicherung beschäftigen und hierzu habe ich zunächst für Sie einmal den Gesamtworkflow in OpenNext. Wir haben oben die Erfassungs-App, dann OpenStreetMap, verarbeitende Systeme, die dann mit diesen Daten umgehen und am Ende das Ziel des barrierefreien ÖPNV für alle Bürgerinnen und Bürger. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Wir erfassen in dieser App auf Basis von einem entwickelten OSM-Tag-Katalog und überführen das dann nach OpenStreetMap. Umgekehrt binden wir in der Erfassungs-App auch OpenStreetMap-Daten ein. Dann werden diese OpenStreetMap-Daten exportiert in standardisierte Formate und schließlich von den verarbeitenden Systemen genutzt. Verarbeitendes System ist jetzt zum Beispiel die Fahrplanauskunft, das barrierefreie Routing für ÖPV-Nutzer und Nutzerinnen, aber auch zum Beispiel für Kommunen und Verkehrsverbünde Daten, mit der sie den Ausbau der Haltestellen priorisieren können. Wenn wir uns jetzt das Ganze nochmal ein Stückchen weiter reinzoomen, dann sehen wir
in Bezug natürlich auf OpenStreetMap. Wir haben hier einen Crowdsourcing-Ansatz. Wir haben hier es mit heterogenen Daten zu tun, die eine sehr schwankende Qualität haben. Auf der anderen Seite haben wir in den Verarbeitungssystemen offizielle, speziell für diesen Zweck von Profis erhobene Daten. Das bedeutet letztendlich Crowdsourcing, Qualitätssicherung ist wirklich essentiell, wenn wir das mit den Verarbeitungssystemen zusammenbringen wollen. Und als zweites wichtiges Thema, natürlich müssen wir auch die Daten miteinander verknüpfen. Die sollen nicht nebeneinander existieren, sondern sollen miteinander verknüpft werden. Ja, daraus ergibt sich auch das Ziel unserer Qualitätsanalyse. Wir wollen Mappern und Endnutzern aufzeigen, wo noch Lücken im OSM-Datenbestand sind, wo es logische Fehler gibt. Ich habe gleich noch ein Beispiel hierzu. Und welche Daten für Folgesysteme letztendlich genutzt werden können. Ja, das Ergebnis der Analyse soll dann am Ende leichtgewichtig über eine Webanwendung den Mappern und Endnutzern zur Verfügung gestellt werden. Warum eine Webanwendung? Nun, wir wollen, dass die Mapper und Endnutzer nichts zusätzlich installieren müssen, sondern das leichtgewichtig sich anschauen können über ihren Browser. Ja, was gehört für uns zur Qualitätsanalyse? Ich habe hier zunächst einmal vier Bereiche aufgelistet. Wir sind im ersten von 3 Jahren in diesem Projekt. Es kann gut sein, dass hier noch etwas dazukommt. Zunächst konzentrieren wir uns aber auf diese vier Bereiche. Hier zählt dazu die Attributvollständigkeit, mit der wir uns befassen wollen, die Aktualität der Daten, die Plausibilität und wir wollen die Daten mit Referenzdaten vergleichen. Der erste Block ist eine intrinsische Datenanalyse, die wir hier durchführen, und der zweite Block ist eine extrinsische Datenanalyse. Was meinen wir mit intrinsisch? Wir haben hier keine Referenzdaten zur Barrierefreiheit im Detail. Das heißt, wir bewerten die Daten hier aus sich selbst heraus. Dazu gehört, wie bereits geschrieben, die Attributvollständigkeit. Also wir schauen uns diese 48 zu erfassenden Attribute an, zum Beispiel Bodenindikatoren für Blinde, Rampen- und Hublifte, Bahnsteighöhen, Fahrkartenverkaufsstellen oder Wartegelegenheit mit Sitzplatz. Wir schauen, sind diese Attribute erfasst. Dann schauen wir uns auch an, sind die Attribute, die dort erfasst wurden, plausibel? Also denken Sie beispielsweise an die Bahnsteighöhe. Hier macht natürlich nur ein Wert zwischen 0 und 1,5 Metern Sinn. Dann Aktualität. Wie aktuell sind die Daten? Und hier möchten wir Mappern die Möglichkeit geben, das vielleicht auch einem Realitätscheck zu unterwerfen. Also beispielsweise, ich weiß, an einer Haltestelle wurde in den letzten 1,5 Jahren große Umbaumaßnahmen geschaffen. Jetzt sehe ich aber in unserer Web-App, dass die Daten bereits 10 Jahre alt sind. Das heißt, hier muss potenziell noch etwas getan werden. Und viele weitere Indikatoren, die vielleicht im Laufe des Projektes noch dazukommen. Das Ganze wollen wir am Ende in Karten, Tabellen und Diagrammen visualisieren und auch einen Haltestellenscore ermitteln. Jetzt haben wir uns bisher mit intrinsischer Datenanalyse beschäftigt. Jetzt möchte ich noch die Frage beantworten, wie die neuen Daten denn nun eigentlich in die verarbeiteten Systeme kommen. Hierzu möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen. Wir haben in OpenStreetMap zum Beispiel die Karlsruher Tullerstraße Verkehrsbetriebe. Diese Station hat mehrere Plattformen und diese Plattformen sind dann wiederum angereichert um die Bahnsteighöhe, Bodenindikatoren und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir dann unsere Verarbeitungssysteme, also zum Beispiel die Fahrplanauskunft. Dort heißt dann die gleiche Station KA Tullerstraße, Alter Schlachthof und wir haben verschiedene Haltestellenmasten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie bringen wir diese beiden Datensätze zusammen? Das machen wir per DHID. Die DHID, das ist die deutschlandweit einheitliche Haltestellen-ID und die bietet eine eindeutige Identifizierungsmöglichkeit für Haltestellenelemente wie die Station selbst, als auch deren Haltepunkte. Und diese DHID, die wird in den verarbeitenden Systemen genutzt. Sämtliche Haltestellen Deutschlands sind jetzt im zentralen Haltestellenverzeichnis abgebildet, inklusive deren Position, deren einzelner Elemente, aber eben auch deren DHID. Das Ganze sieht dann so aus. Wir haben hier unsere Station KA Tullerstraße, Alter Schlachthof. Die Station hat eine DHID und auch die einzelnen Masten haben jeweils eine DHID. Und das Ziel ist jetzt letztendlich, dass wir auch unsere OpenStreetMap-Daten mit dieser DHID anreichern. Und hierfür gibt es bereits in OpenStreetMap einen entsprechenden Key, REF-IFOPT. IFOPT steht für Identification of Fixed Objects in Public Transport und das ist eine international eindeutige Nummer zur Referenzierung von ÖPNV-Haltestellen. Wir versuchen jetzt eben, die OpenStreetMap-Daten hier um die DHID zu ergänzen.
Jetzt gibt es aber natürlich ein Grundproblem und das ist, dass bisher nur wenige Daten in OSM bereits eine eingetragene DHID haben und wenn Sie auch mal an eine Haltestelle gehen, also beispielsweise eine Straßenbahnhaltestelle, dann werden Sie feststellen, dass dieser DHID auch dort nirgends aushängt. Aus diesem Grund versuchen wir das technisch in diesem Projekt zu lösen und den Mappern die Möglichkeit zu geben, diese DHID über unsere Tools zu erheben. Hierzu haben wir im Endeffekt zwei Datensätze, das sind die OSM-Daten und die ZHV-Daten, die wir beide importieren. Dann führen wir eine Prozessierung durch und letztendlich verknüpfen wir dann die OSM und die ZHV-Daten und wir bekommen auch zusätzliche Infos, welche OSM und ZHV-Daten eben nicht verknüpft werden können, weil sie keinen Gegenpart im jeweiligen Datensatz haben. Wie machen wir das? Wir machen das Schritt für Schritt. Wir haben zunächst unsere Input-Daten. Dann ordnen wir zunächst per DHID zu. Wie ich bereits gesagt habe, einige OSM-Daten haben bereits eine DHID. Das verknüpfen wir dann mit dem ZHV. Im zweiten Schritt, wenn keine DHID vorliegt, versuchen wir das mit einem Algorithmus, der zunächst einmal die Namen vergleicht, also Haltestellennamen in ZHV und OSM, innerhalb eines bestimmten Suchradius. Wir vergleichen den Typ, also beispielsweise Station oder Haltestellenmast, und führen gleichzeitig eine Nearest Neighbor-Analyse durch, um auch die richtigen Elemente miteinander zu verknüpfen, also beispielsweise den Haltestellenmast, in der von Ost nach West geht, mit dem korrekten Element in OSM und ZHV. Schlägt dies fehl, beispielsweise weil der Name in OpenStreetMap fehlt, dann versuchen wir das gleiche nochmal, aber eben nur auf Basis von Suchradius, Typ und Nearest Neighbor. Wenn Sie sich das anschauen, dann sehen wir, dass wir von links nach rechts eine abnehmende Sicherheit haben bei der Zuordnung, also wird immer unsicherer. Und das spiegeln wir auch wieder, indem wir einen Score dann abbilden von 0 bis 1 auf Basis des Zuordnungsschritts und der Entfernung zwischen OSM und ZHV-Element. Hier nochmal ein Gesamtüberblick über den Workflow, den wir in Opener Next etablieren. Wir haben die Opener App, die Daten in OSM erhebt und das zentrale Haltestellenverzeichnis ZHV. Beide Datensätze importieren wir dann nach Postgres und führen dort Analysen durch. Am Ende visualisieren wir das Ganze dann mit unserer Webanwendung und in dieser Webanwendung können unsere Anwender dann bewerten, ob die Daten schon gut genug sind für den Export und haben von dort aus auch die Möglichkeit, direkt in den OpenStreetMap-Editor zu springen, um die Daten zu verbessern. Noch kurz zu ein paar technischen Details. Wie funktioniert unser Datenimport? Wir nutzen hier Overpass und filtern auf Basis von Tags im Bereich Public Transport. Hier purzelt dann ein PBF heraus und dann importieren wir das Ganze per OSM to PGSQL in die Postgres-Datenbank. Das Ganze funktioniert mit einem Cron-Drop, das heißt, wir aktualisieren die Daten aktuell geplant einmal am Tag und haben dann jeden Morgen frische OSM-Daten. Im nächsten Schritt prozessieren wir dann die Daten. Bereits gesagt, mit verschiedenen Analysefunktionen und herauspurzeln tun letztendlich drei Tabellen. Das ist eine Match-Tabelle ZHV-OSM mit gematchten Elementen. Dann haben wir nicht gematchte OSM-Daten und nicht gematchte ZHV-Daten. Und diese Daten werden intrinsisch qualitätsbewertet. Am Ende visualisieren wir das Ganze mit unserem Opener Next Dashboard, das Sie hier in einem Screenshot sehen. Und das möchte ich Ihnen jetzt auch live kurz vorführen. Sie sehen hier unsere Webanwendung, diese Cadenza Web, die wir im Rahmen unseres Projektes nutzen. Und ich möchte Ihnen kurz unseren aktuellen Entwicklungsstand zeigen. Im aktuellen Entwicklungsstand beschäftigen wir uns vor allem mit dem Matching von ZHV und OSM-Daten. Und was Sie hier sehen, ist zunächst ein Übersichtsarbeitsblatt. In diesem Übersichtsarbeitsblatt sehen Sie eine Karte. Hier werden sowohl die ZHV als auch die OSM-Daten visualisiert. Und rechts sehen Sie verschiedene Kennzahlen. Eine wesentliche Kennzahl ist natürlich hier die Anzahl an ZHV-Elementen, die erfolgreich zugeordnet werden konnten. Und hier unten die Anzahl nicht zugeordneter ZHV-Elemente. Also hier in diesem Fall 934 Elemente, die im Bereich Karlsruhe erfolgreich zugeordnet werden konnten. Und 364 Elemente, die nicht zugeordnet werden konnten.
Man sieht hier unseren ermittelten Score, hier aktuell von 0,68, und wir sehen, dass nur insgesamt 62 Elemente tatsächlich per DAID bereits zugeordnet werden konnten. Das heißt, hier hatten sowohl OSM als auch ZAV-Daten eine DAID und konnten miteinander verknüpft werden. Vielmehr hier in 857 Fällen ist aber eine Zuordnung über unseren Algorithmus, und das werde ich Ihnen jetzt gleich im Detail noch zeigen. Was ist das Ziel dieses Arbeitsblatts? Nun, das Ziel ist, Übersicht zu verschaffen. Wir werden hier in Zukunft einen gesamtdeutschen Datensatz haben, aber auch dem Nutzer hier die Möglichkeit geben, auf einzelne Regionen und Gemeinden herunterzufiltern und so eine Idee zu bekommen, wie gut die Daten in einem bestimmten Bereich bereit sind. Gehen wir nun aber auf das Detailblatt. Und im Detailblatt sehen wir hier insgesamt vier Sichten. Die erste Sicht ist hier wieder die Karte. In diesem Fall haben wir herangezoomt auf die Wolfratsweiler Straße in Karlsruhe. Wir haben hier eine große Tabelle, die uns visualisiert, welche ZHV-OSM-Elemente miteinander verknüpft werden konnten, sowie diverse Informationen hierzu, sowie eine Tabelle ZHV nicht zugeordnet und OSM nicht zugeordnet. Ich möchte jetzt mal die Wolfratsweiler Straße im Detail anschauen, und hierzu erstelle ich einen räumlichen Filter. Ich öffne hier diese Funktionalität und filtere jetzt hier auf diesen Bereich, und Sie sehen, meine Ansichten werden jetzt angepasst. Wir sehen, ZHV konnten alle Elemente im Bereich der Wolfratsweiler Straße zugeordnet werden. Bei OSM ist ein Element nicht zugeordnet, und hier in der Haupttabelle sehen wir die Details zu unseren insgesamt sechs zugeordneten Elementen. Sie sehen, all diese sechs Elemente haben im OSM-Datensatz keine DHID, also das Matching, wie es hier auch steht, ist über einen Name-Distance-Join erfolgt. Manch einer wird sich jetzt hier vielleicht fragen, Name-Distance-Join, wie kann das sein? Karlsruhe, Wolfratsweiler Straße steht ja nur hier, und ansonsten steht hier Tram West, und das wurde mit Wolfratsweiler Straße verknüpft. Nun, wir gehen jetzt hier in diesem Fall beim ZHV immer von der Station aus und verknüpfen hiermit dann sämtliche OSM-Daten. Sie sehen hier die Distanzen, die wir ermittelt haben zwischen den einzelnen Elementen, und das Rating von 0,75 bis 0,5. In der Karte ist das Ganze auch nochmal visualisiert. Also hier in grün sehen Sie das ZHV-Element und in blau jeweils das dazugehörige OSM-Element und eine Verbindungslinie, die das Ganze noch einmal visualisiert. In diesem Fall können wir jetzt eigentlich mit allen Elementen ganz einverstanden sein, und jetzt können wir sagen, wir möchten jetzt in den OSM-Editor springen. Ich kopiere jetzt hier schon mal eine DHID und springe hier in den OpenStreetMap-Editor. Sie sehen, hier öffnet sich dann direkt der OpenStreetMap-Editor bereits mit dem korrekten Element. Hier der Wolfratsweiler Straße ist auch bereits das korrekte Element ausgewählt, und ich kann jetzt hier reingehen und in den Eigenschaften nach der IFOPT-Nummer suchen und dann hier meine DHID einfügen. Das Ganze kann ich dann abspeichern, und schon habe ich hier meine DHID digitalisiert. Das ist eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit, die ich Ihnen kurz zeigen möchte, ist, dass wir auch anschauen können, wo fehlen denn im OpenStreetMap-Datensatz tatsächlich Datensätze. Hier beispielsweise, ich filtere hier auf Knielingen-Herwegstraße und springe da auch in der Karte hin. Und dann sehen wir hier, dass in dieser Herwegstraße zwar die OpenStreetMap-Daten hier die jeweiligen Plattforms beinhalten, aber hier sehen wir das rote ZHV-Element, das fehlt. Und wenn wir uns hier die Objektinfo dazu anschauen, dann sehen wir, ja, das ist die Station im ZHV, und die fehlt schlichtweg in OpenStreetMap. Auch hier kann ich direkt in den OpenStreetMap-Editor springen, indem ich hier auf Location gehe und in den OpenStreetMap-Editor springe, und dann springt mein OpenStreetMap-Editor hier automatisch an die entsprechende Stelle, und ich kann direkt anfangen zu digitalisieren. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen ersten guten Eindruck
über unser Dashboard vermitteln. Wie geht es jetzt im Projekt weiter? Wir wollen in nächster Zeit zunächst den vorgestellten Workflow abrunden und weiter ausbauen. Im nächsten Schritt wollen wir den Workflow dann dahingehend optimieren, dass er leichtgewichtig auch für andere Anwendungsfälle potenziell genutzt werden kann und wollen das Ganze dann auch der Community zur Verfügung stellen. Dann wollen wir die vorgestellte Webanwendung online unseren Partnern und der Community zur Verfügung stellen, sodass wirklich damit gearbeitet werden kann und letztendlich das Ganze natürlich mit dem Ziel, mit unseren Partnern und der Community die OpenStreetMap-Daten zu verbessern und einen Beitrag zur Barrierefreiheit im öffentlichen Personenverkehr zu leisten. Damit bin ich am Ende meines Vortrages. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Kontaktdaten finden Sie hier unten. Vielen Dank. Besten Dank, Christian, für den schönen Vortrag und das Präsentieren von dem sehr hilfreichen Tool. Es gibt auch eine ganze Menge Fragen. Ich gehe einfach mal durch die populärsten zuerst. Eine Frage lautet: Wie sieht die Übertragbarkeit Europa oder weltweit aus? Ja, das ist im Prinzip ein sehr spannendes Thema. Was wir dafür natürlich brauchen, ist ein Referenzdatensatz tatsächlich, der äquivalent ist zum ZHV. Also allein schon, wenn wir quasi so ein Matching machen wollen. Abgesehen davon ist natürlich ein Thema, sind die extrem heterogenen Daten. Also die Daten liegen wirklich in OSM sehr heterogen vor, wie also beispielsweise die Plattformen. Die sind teilweise als Waves abgebildet, die sind als Punkte abgebildet, die sind aber auch als, die liegen auch in Relations vor, wo dann einzelne Waves zu Areas zusammengefasst werden. Das haben wir jetzt, glaube ich, für Deutschland im Griff, sage ich jetzt mal, und bekommen auch die Daten. Man müsste sich halt anschauen, wie das weltweit dann tatsächlich sich verhält. Aber denkbar ist es natürlich, also der Code ist so aufgebaut, dass es geht, ist absolut denkbar. Okay. Ja, spannend an. Das ist immer eine Herausforderung. Ja. Noch eine Frage ist die Dashboard-Anwendung auch als Open Source verfügbar? Ja, also Cadenza ist eine kommerzielle Software, das müssen wir natürlich sagen. Wir planen auf jeden Fall die Datenprozessierung zur Verfügung zu stellen der Community. Und wir wollen eben die Anwendung dann mit den kompletten Dashboards, die wollen wir online stellen, sodass sie wirklich auch frei genutzt werden kann. Mindestens innerhalb der Projektlaufzeit von den 3 Jahren, aber wir können uns auch gut vorstellen, dass wir sie auch danach noch hosten und zur Verfügung stellen, damit die auch genutzt werden kann. Okay, ja, hört sich gut an. Und was gibt es denn noch so? Ja, gab es Probleme mit Vandalismus bei den in OSM geführten Daten? Ja, wir sind da noch im relativ, ich sag mal, wir sind jetzt im 10. Monat von dem Projekt. Bisher haben wir da jetzt keinen wesentlichen Vandalismus festgestellt, sagen wir es mal so. Wir werden uns jetzt gerade machen wir uns an die Attributvollständigkeit und schauen uns das Schritt für Schritt an. Und ja, wir werden es wahrscheinlich in den nächsten Monaten sehen, ob man da Vandalismus erkennt oder nicht. Insgesamt muss ich aber sagen, ist die Qualität ist schon ziemlich gut und sie wird eben durch die App mit standardisierten Tags etc. hoffentlich deutlich besser noch. Ja, perfekt. Und dann noch eine, ja, mindestens noch eine Frage. Es gab noch eine interessante Frage, die mich persönlich auch interessiert hätte. Und zwar war das, kleinen Moment, genau. Gab es die benötigten und die gewollten Attribute bereits alle in OSM? Und falls nein, wie wurden diese in OSM eingeführt? Nein, also die gibt es aktuell noch nicht in OSM. Letztendlich haben wir die mit unseren Partnern abgestimmt, also im Rahmen des Projektes, die verschiedenen Partner wie der Delphi-Verein beispielsweise und auch die TU Chemnitz, die hier maßgebend ist, die wurden abgestimmt. Die sind auch schon in einem Katalog erfasst, der im OSM-Wiki verfügbar ist. Den kann ich auch gerne gleich im Anschluss noch in den Chat posten. Und das Ziel ist jetzt eben, dass wir in Gespräche gehen mit der OSM-Community. Und dass das dann nach und nach auch als Standard in der OSM-Community akzeptiert wird. Mehr Okay. dazu potenziell auch morgen im Vortrag von René Apic, könnte ich mir vorstellen, der das Projekt ja nochmal allgemeiner vorstellt. Okay, super. Und dann noch eine kurze Frage. Ein bisschen kritische vielleicht. Derzeit wurden doch je Bundesland alle Haltestellen im Hinblick auf Barrierefreiheit überprüft und in OSM kartiert. Welchen Bedarf gibt es da noch für die App? Also ja, mir ist im Moment nicht ganz klar, wie das genau im Moment innerhalb der OSM-Community gemacht wird. Was, glaube ich, hier wichtig ist, dass wir machen das Ganze sehr gezielt in Absprache mit Unternehmen aus dem ÖPNV, mit Behindertenverbänden und so weiter und versuchen da wirklich genau die Bedürfnisse zu erfassen
und da auch Daten zu erzeugen, die auch wirklich am Ende in dem System landen können. Also das Ziel ist ja letztendlich tatsächlich, dass Sie die Bahn-App aufmachen und dann in der Bahn-App beispielsweise dann Informationen eben stehen, wie barrierefrei ist jetzt die Haltestelle, ab der ich fahren möchte, etc. Ja. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt in starker Abstimmung mit Partnern aus dem Bereich. Also auch aus Sicht von Qualitätssicherung. Genau, ja.